So, herzlich willkommen zurück zu Ultimate Admiral Dreadnoughts. Dieses Mal geben wir wieder den Aufgaben nach. Ach, Zerstörer gegen Torpedoboote. Ich sehe es schon kommen. Wir haben nur letztes Mal. Ich meine, letztes Mal waren wir uns einig, dass wir Manövrierfähigkeit und Survivability nehmen. Dieses Mal. Jetzt versuchen wir mal auf Klasse zu setzen. Also eher ein großer Zerstörer, der viel ab kann. So, der braucht auch nicht schnell zu sein erstmal. So, schön groß. Geht überhaupt was? Ja. So. Ah, da lassen wir erstmal. Hier wollten wir Forst. So, Krupp. Hier. So. Many hier. Bullcats, Reinforced, Double. Ja. Torpedos. Eher weniger. Dafür. Stimmt, wie viel Reichweite haben die Torpedos dann? 1,5 Kilometer, Alter. So, ein Haynes, da müssen wir nichts anstellen hier. Wir nehmen die Heavy Shells, Increased. Welches Pulver nehmen wir denn? Also, wir können Shell Damage 7,5%. Hier können, dann nehmen wir das. Das Gun Cotton. Und hier nehmen wir Nahkampf halt. Hier würde ich erstmal noch nichts einstellen. Ich möchte mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt erstmal. Mit dem ganzen Geld und so. So, Sekundärtower. So, jetzt erstmal hier unten wieder rein scrollen. Reicht einer? Einer reicht, sehr gut. Ultra Enhanced. So. Die Guns. Da setzen wir jetzt wieder auf viele. So. So. Hier kann man auch noch eine hinsetzen. Hier könnte man auch noch eine hinsetzen. Das passt sogar recht gut mit dem Gewicht. Nehmen wir einen Zweier Torpedowerfer. Obwohl wir nehmen einen Zer. Voll. Einser oder Zweier. Ne, Zweier, komm. Den schieben wir wohl. Was ist das? Können wir den hier hinsetzen? Das sieht schlecht aus. Hier können wir noch ein bisschen nach vorne verschieben. Das so. Nein, die hier. Ja. So, ach, der hat einen guten Winkel. Der nicht so. Machen wir so. Können wir den noch ein bisschen nach vorne verschieben? Ja, jetzt hat er natürlich hier einen recht blöden Winkel. Gut. So. Das sieht doch jetzt gar nicht so schlecht aus. Wir bauen von denen 5 Stück. Eieiei. Besonders, wir können jetzt vom Displacement nochmal runtergehen. Ja, nur die Länge passt halt nicht. Das wieder da verschieben. Ja, Torpedos. Dann würde ich mal sagen, können wir jetzt noch investieren in Geld. Das Gewicht muss gar nicht so. Obwohl, da brauchen wir auch. Ja, dann kriegt man bessere Panzerungswerte. So. Wir können ja eigentlich nur die Kosten hochtreiben. Bringt damit jetzt nicht so viel. Hier auch wieder nur das Gewicht. Obwohl, hier macht man auch, dass der Motor seltener ausfällt. Das baue ich ein, definitiv. Und sonst, was bringt mir das denn? Das bringt mir doch nur Travel Speed. Und Gewicht bringt mir das doch nur ein. Ich finde das jetzt gar nicht so sinnvoll hier.
Heavy Shells. Ja, die Torpedos, die werde ich auch so lassen. Man könnte die Range dadurch erhöhen auf 1,5. Toll. Wir bleiben bei 17 Inch. Das sind dann 432 zu 457, ja gut. So. Ja. Und den Rest in Panzerung, würde ich mal sagen. Deck. Belt. Weiter Deck. Extended. Ja. So, den Tower. Top. Wir haben doch gar keinen Top. Obwohl das hier könnte als Top gelten hier. Na gut. Secondary brauche ich überhaupt nicht. Turrets, machen wir doch mal so. Alter, hier kann ich richtig in Panzerung investieren, ey. Zack, 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 zack. Ja, maximale Panzerung. Na dann. Ey, das Top, das ändere ich aber nicht. Das finde ich dann ein bisschen lächerlich. Stimmt, hier konnte ich ja wegen der Länge nichts ändern. Ah. Ich könnte hier noch mehr Bulkheads hinsetzen. Ja, und sonst, ja, das Gewicht bleibt dann so. 4 Stück bauen wir davon. Obwohl, könnte ich vielleicht noch irgendwie eine Gun hier mehr anbringen, vielleicht? Schau mal, wenn ich die hier so hinsetze, dann könnten die nach dort noch schießen. Na, könnte man vielleicht so, ne? Na? Wo geht denn das nicht? Da, ja, nein, na? Ah, sieht schlecht aus jetzt gerade. So vielleicht? Nee, dann kann man da nur. Kann man da nicht hinschießen, okay. Das hat das Spiel verstanden. Nehmen wir die kleinen. Von den kleinen kann man mehrere. Ja. Ja, ist aber auch nicht so richtig dolle. Kann man hier. Okay, das hat sich natürlich jetzt schlagartig geändert, das System. Aber das ist ja gut. Hier die Geschütze hinzusetzen. Ja, dann könnte ich vielleicht den noch einen anbringen. Ja. Sehr gut. Die können sogar teilweise darüber schießen. Kann ich hier auch? Ne. Ja, der hat natürlich jetzt überhaupt keinen Winkel mehr. So. Ah. Ich würde gerne, dass er auch darüber schießen kann. Ne, das ist jetzt blöd. Also ich brauche definitiv den Torpedowerfer. Wenn ich den hier vielleicht so verschiebe. Und den dahin. Und jetzt noch den einzelnen dahin setze. So. Ah, so. Ah. Ja. So. Okay. So, wer hat denn jetzt schlechte Winkel hier angeblich? Also, das ist jetzt ordentlich Feuerkraft, was wir hier haben, ey. Besonders ordentliche Panzerung. Jetzt mal gucken hier, das kann ich nicht ändern. Da könnte ich noch mal weiter investieren. Ja. Der hat jetzt wie viele? 4. Der kann zweimal werfen. Dann lassen wir ihn einfach bei Standard. Obwohl, können wir auf Increased? Ne, Increased ist zu viel. Okay. Ja gut. Dann haben wir jetzt auf sehr viel Qualität gesetzt. Also. Ordentlich ganz überall. Wir haben jetzt mal einfach zusammengefasst. Wo steht denn? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wo steht denn hier meine. Da steht eine Zusammenfassung. 10, 127 mm haben wir. Und ein 2er Torpedowerfer. Man könnte jetzt in der nächsten Iteration
Wenn man mehr Torpedowerfer bräuchte, könnte man die gern nehmen und dort einen Torpedowerfer noch hinsetzen, so wie hier. Aber jetzt erstmal würde ich mal sagen, wir probieren es nochmal. Jetzt mit einem Qualitätszerstörer, der auch maximal 4 Panzerung hat. Also 31 irgendwas war das gerade. Wahrscheinlich in Zoll ergibt das einen glatten Wert, aber gut. So. Mal gucken. Da sind unsere DD-Freunde. So, du fahrst erstmal da hoch. Ihr fahrt auch mal hier hoch. 10-mal so schnell bitte. Wohl, wir könnten auch eher erstmal abwarten, was passiert. Da brechen schon welche aus. Na gut. Also ich muss das Schlachtschiff überleben lassen und 10% der DDs muss überleben. Das heißt, mindestens einer muss noch leben. Und 75% des Gegners muss vernichtet werden. Okay. Gut. So. Oh, da schießt schon einer. Wo schießt denn da jemand? Auf was schießen die denn auf? Okay. Gut, dann schießt jetzt mal darauf, Jungs. So, du schießt auch da drauf. Wir warten jetzt erstmal darauf. Da ist das erste. Ja, auf den da. So, der dreht schon mal besser ab. Ja. Ihr dreht mal voll ab. Ja. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Oh, du hast noch Leben. Ja, schießt weiter drauf. Weiter auf den da. Er kommt, macht den, killt den jetzt. Na gut, dann müssen wir jetzt auf den gehen. Nein, Ammo Detonation. Das ist natürlich schlecht. Ah, der hat fast nichts mehr. So. Wieder hoch. Dünn auf einen mal gehen. Was machst du denn da? Ach, Alter, ey, diese tolle Steuerung von, weiß ich nicht, Verbünden. Ja, die trifft, natürlich trifft er jetzt an nichts, ey. Ach, Leute. Echt, ey. Na komm, schießt das Torpedoboot da kaputt. Wo ist denn der andere? Gab hier irgendwo noch einen, der ordentlich beschädigt war. So, unser Schlachtschiff fährt jetzt da lang gerade. Wir wollen den da vernichten. Dafür darfst du jetzt mal langsam ausweichen hier. So, nächster, der da. Na? Obwohl, du könntest mal. So, auf den war Torpen hier. Das macht er natürlich nicht mehr. Warum auch immer. Der Winkel ist scheinbar zu schlecht. So. Ja. Den da. Ja, der sinkt jetzt. Mist. Ah. Moment, welcher war jetzt nochmal? Ja, welchen habe ich denn gerade so richtig schlimm angehittet? Mist, ey. So, du lenkst mal voll ein. Okay, das ist auch aggressiv. Du schießt auf den. Na, wohl auf das Torpedoboot. Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Lieber auf den da. Den CA. Oh, Splashfire. Also gar nicht gut. Gar nicht gut. Ja, ich leg mich besser nicht mit den schweren Kreuzern besser an. Ist mir lieber das Ding kaputt. Da hat er ordentlich getroffen. Der Schlachter hat gut getroffen. So. Ja. Ja, wir haben hier eine schöne Auswahl. Orange. Und auch manche. Ja, die haben nicht mehr viel, ne?
Da ist nicht mehr viel. Geh mal besser auf den da. Der ist nämlich fast hin. Ja, guck mal, dem geht's sogar recht gut wieder. So, du lenk ein. Ich kann ihn nicht einzeln steuern. Das ist Mist. Ja, jetzt frisst er, glaube ich, einen Torpedo gleich, oder? So. Jawohl. Ja, wird eine knappe Kiste, aber er weicht aus. Das ist gut. So, das Schlachtschiff, das müsste jetzt erstmal ausweichen versuchen. So, den da. Wie viel Prozent haben wir denn schon vernichtet? Kann ich das irgendwo nachlesen? Haben wir nochmal Splash Fire? Na toll. Du fährst jetzt in einen Torpedo rein, oder? Sieht nicht so aus, okay. Dafür frisst der einen Torpedo. So, du schießt auf den, du schießt auf den. Obwohl. Oh, Splashfire. Das ist natürlich immer schwierig mit diesen Splashfires. Ja. Den haben wir gut getroffen. Komm, da fehlt nur noch ein. Oh, nochmal Splashfeuer. Ja. Ich könnte nebeln. Ihr könnt jetzt nebeln. Nebelt euch mal besser ein, ihr Helden. So. Ja. Und der hat nicht mehr viel. Fehlt nur noch einmal Flooding. Ja, dem geht's echt schlecht. Den die Tetsu? Nein. Ja, der ist verloren. So, du geh darauf. Auf die Afrika. So. Der ist auch gesunken. Ach Mist, jetzt darf der DD nicht sterben, sonst verlieren wir. Good Game. Der hat seine Torpedos nicht eingesetzt. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. So. Du fahr hier rum und schießt gleichzeitig auf den Sch ja, das war's mit dem Schlachtwerfer. Ah, obwohl. Aber der hat doch eigene Torpedos. Kann er nicht einsetzen, weil die nachladen. Na gut. Oh, und der frisst gleich selber Torpedos. Ja, das sieht sehr gut aus. Ja. Frisst ein Torpedo. Frisst die Torpedos. Frisst die eigenen Torpedos. Das finde ich sehr gut. So. Schön weg hier. Du schießt auf den. Du schießt jetzt auf den da. Da kommen gleich garantiert Torpedos. Ja, der hat fast nichts mehr an Leben. Das ist schwierig. Dem geht's eigentlich noch recht gut, dem Schlachter. Oder auch nicht. Na doch, er schießt. Wo auch immer der hinschießt. Nein. So. Schön auf den da zielen. Der kann doch auf allen schießen, oder nicht? Ach, der hat nicht mehr viele Guns. Okay. Darauf habe ich ja die ganze Zeit nicht geachtet. So, weiter. Ja, die haben mehr Schaden gemacht. Jetzt mittendrin. Ah. Der hat doch jetzt Torpedos. Die kann er doch bestimmt einsetzen. Ah, Flooding. Das war's. Scheiße. Ah, aber wir waren näher dran als vorhin. Definitiv. Oh ja. Muss ich mir noch was überlegen. Vielleicht noch mehr von denen? Ma. Ach, ich weiß noch nicht, wie ich das angehen soll. Ich weiß noch nicht. Ja.
Ich glaube, ich überlege mir da noch mal was und probiere es gleich noch mal. Na dann, bis später.